Ich habe versprochen, dass wir noch mehr Aufgaben zum Thema Satz des Pythagoras lösen. Jetzt werde ich das tun. Also nochmal, jetzt werden wir nur üben. Nehmen wir an, dass wir ein Dreieck haben. Das sieht furchtbar aus. Das ist nicht gelungen. Lass mich ein anderes zeichnen. Diese Seite des rechtwinkligen Dreiecks ist gleich 7. Diese Seite ist 6. Und ich möchte diese Seite berechnen. Letzten Mal haben wir gelernt, wie man die Hypotenuse bestimmt. Das ist ein rechter Winkel. Die Seite, die ihm gegenüber liegt, ist die Hypotenuse. Wir wollen die Hypotenuse herausfinden. Wir wissen, dass 6 Quadrat plus 7 Quadrat gleich der Länge der Hypotenuse im Quadrat ist. In dem Satz des Pythagoras wird c für die Hypotenuse benutzt. Machen wir das auch. 36 plus 49 ist gleich c Quadrat. 85 ist gleich c Quadrat. Oder c ist gleich Wurzel aus 85. Dieser Teil stellt für den meisten Menschen Probleme dar. Wir sollen die Wurzel vereinfachen. Die Frage ist, kann ich 85 als Produkt aus dem Quadrat einer Zahl und noch eine andere Zahl darstellen? 85 ist nicht durch 4 teilbar. Es ist auch nicht durch 16 oder andere Zahlen teilbar, die durch 4 teilbar sind. Wie viele 5 sind in 85? Also, damit gelingt es auch nicht. Ich glaube nicht, dass 85 als Produkt aus dem Quadrat und eine andere Zahl dargestellt werden kann. Vielleicht wäre es eine gute Aufgabe für euch in die Zukunft, aber ich glaube, wir haben bereits die Antwort. Die Antwort ist die Wurzel aus 85. Wenn wir den Wert schätzen würden, die Wurzel aus 81 ist 9 und die Wurzel aus 100 ist 10, also liegt es irgendwo zwischen 9 und 10. Es wird näher zu 9 sein. Jetzt können wir nachprüfen. Diese Seite ist 7, diese ist 6. Diese ist 9, etwas. Diese Länge der Hypotenuse ist möglich. Ich gebe euch noch eine Aufgabe. Nehmen wir an, dass die Länge dieser Seite 10 ist. Diese ist 3. Wie lang ist die Seite? Zuerst erkennen wir unsere Hypotenuse. Rechter Winkel ist hier. Die gegenüberliegende Seite ist die Hypotenuse. Sie ist auch die längste Seite und sie ist gleich 10. Also 10 im Quadrat ist gleich der Summe der Quadrate der beiden anderen Seiten. Das ist 3 Quadrat. Wir nennen diese Seite a plus a Quadrat. Hier haben wir 100 ist gleich 9 plus a Quadrat. Oder a Quadrat ist gleich 100 minus 9. A Quadrat ist gleich 91. A ist gleich Wurzel aus 91. Ich glaube nicht, dass wir das weiter vereinfachen können. Ich frage mich, ob 91 eine Primzahl ist. Ich bin nicht sicher. Es scheint mir, dass wir diese Aufgabe gelöst haben. Ich gebe euch noch eine schwierigere Aufgabe. Sonst glaube ich, dass die Aufgabe zu einfach für euch sind. Nehmen wir an, dass wir ein Dreieck haben. Und ich wiederhole, dass wir nur mit den rechtwinkligen Dreiecken zu tun haben. Nutzt nie den Satz des Pythagoras, wenn ihr nicht sicher seid, dass ihr ein rechtwinkliges Dreieck habt. Hier sehen wir, dass es ein rechtwinkliges Dreieck ist. Nehmen wir an, dass diese Seite 5 ist und dass dieser Winkel 45 Grad ist. Können wir die beiden anderen Seiten des Dreiecks herausfinden? Wir können den Satz des Pythagoras nicht direkt benutzen, weil dort steht, dass, wenn wir bei einem rechtwinkligen Dreieck zwei Seiten kennen, dann können wir die dritte berechnen. Hier haben wir ein rechtwinkliges Dreieck, aber wir kennen nur eine Seite.
Vielleicht haben wir hier die zusätzliche Information, diese 45 Grad, um andere Seite herauszufinden. Und dann können wir den Satz des Pythagoras anwenden. Wir wissen, dass die Summe der Winkel eines Dreiecks 180 Grad beträgt. Ich hoffe, dass ihr das noch wisst. Sehen wir uns ein Beispiel an. Wir wissen, dass die Summe der Winkel 180 Grad beträgt und wir können diesen Winkel berechnen. Wir wissen, dass dieser Winkel 90 Grad und dieser Winkel 45 Grad sind. Also 45 plus, nennen wir dieser Winkel x, 45 plus 90, hier haben wir den rechten Winkel, plus x ist gleich 180 Grad. Und all das, weil die Summe der Winkel eines Dreiecks immer 180 Grad ist. Wir wollen x herausfinden, also wir erhalten 135 plus x ist gleich 180. Wir subtrahieren 135 von beiden Seiten und erhalten x ist gleich 45 Grad. Interessant, wir haben einen 90 Grad und zwei 45 Grad Winkel. Jetzt gebe ich euch noch einen Satz, der nicht nach seinem Erfinder benannt ist. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Satz überhaupt einen Namen hat. Tatsache ist, dass wenn ich ein Dreieck habe, ich zeichne hier ein neues Dreieck. Die beiden Winkel an der Grundseite sind gleich. Sagen wir, dass diese beiden Winkel gleich sind und wir nennen sie A. Sie sind beide A. Dann sind die Seiten, die nicht gemeinsam sind. Für diese Winkel ist diese Seite gemeinsam, nicht wahr? Wenn man die nicht gemeinsamen Seiten ansieht, dann weiß man, dass sie gleich sind. Ich habe vergessen, was wir dazu im Geometrieunterricht sagten. Vielleicht setze ich mich später damit auseinander. Aber ich bin so weit gekommen, ohne den Namen des Satzes zu kennen. Die Hauptsache ist, dass der Satz funktioniert. Wenn ich einen von diesen Winkeln ändere, dann ändert sich auch die Seitenlänge. Oder wenn wir das anders machen, nein, ich will euch nicht verwirren. Ihr seht, dass diese beiden Seiten gleich sind. Das heißt, dass diese Winkel auch gleich sind. Wenn ihr die Seitenlänge ändert, ändern sich auch den Winkel. Wenn ihr den Winkel ändert, dann werden die Seiten nicht mehr gleich sein. Aber jetzt solltet ihr mir aufs Wort glauben, dass wenn zwei Winkel eines Dreiecks gleich sind, dann sind die Seiten, die nicht gemeinsam sind, auch gleich. Schreibt das euch hinter die Ohren. Das ist nicht die gemeinsame Seite. Ihre Länge ist egal. Und die nicht gemeinsamen Seiten sind gleich. Hier haben wir ein Beispiel. Wir haben zwei gleiche Winkel. Beide sind 45 Grad. Das bedeutet, dass nicht gemeinsamen Seiten gleich sind. Diese Seite ist gemeinsame Seite. Das bedeutet, dass die anderen Seiten gleich sind. Diese Seite ist gleich dieser Seite. Und ich glaube, dass ihr jetzt sagt, aha, diese Seite ist gleich dieser Seite. Ich habe am Anfang der Aufgabe gesagt, dass diese Seite 5 ist. Das heißt, dass diese Seite auch gleich 5 ist. Und nun können wir den Satz des Pythagoras anwenden. Wir wissen, dass s die Hypotenuse ist. Stimmt's? Wir können sagen, dass 5 Quadrat plus 5 Quadrat ist gleich c Quadrat, wobei c die Hypotenuse ist. 5 Quadrat plus 5 Quadrat ist gleich 50. 50 ist gleich c Quadrat. C ist gleich Wurzel aus 50 und 50 ist 2 mal 25 oder das ist gleich 5 mal Wurzel aus 2. Interessant. Ich glaube, dass ich euch genug Informationen gegeben habe. Wenn ihr etwas nicht verstanden habt, dann solltet ihr dieses Video nochmal ansehen. Aber im nächsten Video gebe ich euch noch mehr Informationen über solche Dreiecke. In der Geometrie und der Trigonometrie trifft man oft die Bezeichnung 45, 45, 90 Dreieck. Man nennt sie so, weil sie 45, 45 und 90 Grad Winkel haben. Und ich zeige euch, wie man Aufgaben mit solchen Dreiecken schnell löst. Ich freue mich auf Wiedersehen bei nächster Aufführung. Bis bald!